Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Die Sonne kommt raus, hinter mir steht ein neues Fahrzeug, also perfekt. Ihr habt im Titel wahrscheinlich schon gelesen, es geht heute um den neuen Toyota Prius in der fünften Modellgeneration. Den Prius gibt es seit 1997. Er war auch das erste Hybridfahrzeug in Serie und schreibt natürlich seither große Innovationsgeschichte und treibt natürlich auch die Hybridtechnologie auf dem Markt an. Insgesamt hat Toyota 23 Millionen elektrifizierte Fahrzeuge verkauft weltweit und davon sogar 5 Millionen Stück nur vom Prius. Ob der neue Prius in der fünften Modellgeneration als Plug-in-Hybrid diese Geschichte fortsetzen wird, das finden wir in diesem Video gemeinsam raus. Falls ihr nach dem Video Lust habt auf euren Traum Toyota, dann schaut unbedingt mal bei unserem Leasingpartner nullleasing.com vorbei. Die haben super viele Toyota-Modelle für euch. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem neuen Toyota Prius und mir. So let's dive in the water. Hier steht er endlich neben mir, der Toyota Prius in der fünften Modellgeneration als Plug-in-Hybrid. Und ich muss sagen, er gefällt mir wirklich richtig gut. Da muss man schon zweimal hinschauen, ob es wirklich ein Prius ist. Aber ja, es ist ein Prius mit einem richtig schönen, modernen Design, innovativ und wie ich finde, auch mit einem echt schönen, sportlichen Look. Aber wir beginnen vielleicht erstmal an der Front mit der Leistung von unserem Fahrzeug. Denn, wie ich es gerade schon angekündigt habe, steht der Prius jetzt hier als Plug-in-Hybrid. Das heißt, er vereint einfach das Beste aus beiden Welten und hat dadurch auch noch mehr Leistung und natürlich ist auch dadurch etwas effizienter. Wir haben hier einen 2 Liter Vierzylinder Benzinmotor kombiniert mit einem Elektromotor an den Vorderrädern, die dann zusammen eine Leistung von 223 PS ergeben und dabei eine elektrische Reichweite von etwa 87 Kilometer erlauben. Seinen Sprint absolviert er in 6,8 Sekunden und ich glaube, diese Zahlen lassen auch schon vermuten, dass hier beim Prius einiges getan wurde. Er ist jetzt fast doppelt so leistungsstark wie seine Vorgängermodelle mit den 223 PS und das ist doch schon auf jeden Fall ein Wort. Ja, wir schauen uns einmal den Look an, wie ich es gerade schon erwähnt habe. Ich finde, das Design ist super modern und auch das Gesicht ist trotzdem irgendwie noch Prius geblieben. Wir haben jetzt hier links und rechts die adaptiven LED-Scheinwerfer. Die sind leider nicht serienmäßig mit dabei. Die gibt es dann erst ab einer höheren Ausstattungsvariante. Ja, sind aber schon sehr sinnvoll, wie ich finde. Unser Fahrzeug steht jetzt hier in einem schönen Senfton da. Kombiniert wurde das Ganze mit den hochglanzschwarzen Elementen und das sieht irgendwie schon nach einer richtigen Racing-Biene aus. Hier vorne hat man dann den angedeuteten Frontsplitter in Alu gehalten. Auch das gefällt mir recht gut. So entsteht irgendwie ein sehr spitzes Gesicht, wie ich finde. Außerdem steht der Prius hier jetzt auf einer neuen Plattform, GRC-Plattform. Die ermöglicht dann auch einige Neuerungen, zum Beispiel, dass die Akku bzw. die Batterie vom Prius noch tiefer liegt. Heißt, wir haben einen besseren und tieferen Schwerpunkt, mehr Straßenhalt, mehr Agilität. Also die neue Plattform lässt einfach vieles zu. An der Seite sehen wir dann auch nochmal die hochglanzschwarzen Elemente. Super schön, dass sie lackiert sind. Ist natürlich nicht serienmäßig, aber wenn die lackiert sind, sieht das Fahrzeug einfach wahnsinnig hochwertig aus, wie ich finde. In unserem Fall trägt das Fahrzeug 19 Zoll Felgen, allerdings auch hier, die sind nicht serienmäßig, erst bei der höchsten Ausstattungsvariante. Hier hat man die Wahl zwischen 17 bis 19 Zoll Felgen. Das Felgendesign passt, finde ich, auch super, gerade zu unserer Variante vom Exterieur. Mit dem Schwarz-Silber in Bicolor sieht es schon echt modern aus.
Ja, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter nach hinten gehen, auch die Außenspiegelkappen in Schwarz, perfekt. Genauso dann auch der Rahmen der Fenster. Normalerweise kennt man das ja von den Toyota-Modellen, dass es hier ein silberer Rahmen ist. Jetzt haben wir es in Schwarz und es ergibt einfach ein richtig nettes Gesamtbild, wie ich finde. Ja, hier oben gibt es noch eine kleine optionale Besonderheit, nämlich ein Solardach. Das Solardach ist auch ab der höchsten Ausstattungsvariante serienmäßig mit dabei, sonst eben optional. Und dieses Dach bewirkt im Prinzip, dass man jeden Tag bis zu 8,7 Kilometer mehr rein elektrisch fahren kann als ohne. Finde ich super cool, nice to have, effizient, sehr, sehr stark. Wenn wir noch ein bisschen weiter nach hinten gehen, haben wir hier jetzt die Öffnung zum Tanken, zum klassischen Benzintanken. Auf der anderen Seite gegenüber, da ist dann die Öffnung zum Laden. Der Prius, der hat eine 13,8 Kilowattstunden Batterie, die sich dann mit einem Onboard-Lader in etwa 4 Stunden aufladen lässt. Und so hat man dann eine Reichweite von bis zu 87 Kilometer. Ja, ich würde vorschlagen, damit wir uns das wundervolle Heck einmal anschauen können, drehe ich einmal das Fahrzeug. Am Heck angekommen, finde ich, könnt ihr jetzt gerade ganz gut sehen, dass wir hier so eine Art Coupé-hafte Linienführung bzw. Silhouette haben. Die Linienführung, die ist wirklich sehr markant und gleichzeitig trotzdem modern. Ich finde einfach das Design vom Fahrzeug sehr, sehr gelungen. Genauso ist auch das Heckdesign sehr gelungen, denn wir haben hier hinten eine Rückleuchte, die komplett durchgezogen ist, ist auch so ein bisschen dreidimensional und gibt dem Fahrzeug einfach nochmal so ein bisschen Breite im Heck, wie ich finde, und auch einen gewissen Wiedererkennungswert. Hier unten stehen dann auch nochmal schön die Prius Letters groß drauf. Hier rechts steht wirklich PHEV drauf, heißt Plug-in Hybrid. Und hier oben in der Heckscheibe steht dann auch nochmal schön Prius drauf. Allgemein hat er ganz viele kleine süße Details, wenn man ihn sich mal ein bisschen genauer anschaut, was ich einfach sehr, sehr sweet gemacht finde. Ja, der Kofferraum lässt sich selbstverständlich auch mit der Fernbedienung öffnen bzw. mit dem Schlüssel. Und dann haben wir hier ein Gepäckraumvolumen von 284 Liter. Selbstverständlich kann man dann die Rückbank auch umklappen, zweigeteilt. Es gibt einen kleinen Unterboden für vielleicht Kabellage und hier links liegt dann auch nochmal ein serienmäßiges Kabel mit dabei und eine 12 Volt Steckdose ist hier hinten auch noch mit dabei. Sehr, sehr cool. Beziehungsweise eine 230 Volt Steckdose sogar. Ja, hier im Kofferraum, in der Kofferraumabdeckung ist dann so ein weiteres kleines süßes Detail. Da steht nämlich auch nochmal drauf Hybrid Reborn. Das heißt, hier sieht man auch noch mal schön die Historie der Prius-Familie. Das ist halt einfach ein richtig schöner Vorreiter in der Hybridtechnologie ist. Ja, elektrisch verschließen lässt er sich auch. Und das bringt uns eigentlich auch schon auf den Fahrersitz. Wir drehen jetzt eine Runde, wir sprechen ein bisschen über das Interior. Let's go! Den wundervollen Prius für euch gestartet. Und bevor wir auf Interior eingehen, möchte ich so ein bisschen was zu der Leistung sagen und zum Fahrverhalten. Wir haben hier 223 PS, maximales Drehmoment von 208 Nm, Vmax, die Höchstgeschwindigkeit, die liegt bei 177 km/h und seinen Sprint absolviert er in 6,8 Sekunden. Dazu kommt dann, dass das Fahrzeug hier eine elektrische Reichweite in der Stadt von 111 Kilometer hat und kombiniert sind es dann etwa 86, 87 Kilometer rein elektrisch.
Das Schöne an dem Fahrzeug ist, dass wir zum einen ein Solardach haben, optional. Heißt, das Fahrzeug lädt während der Fahrt über das Solardach auch ein bisschen Reichweite nach, aber auch über die Rekuperation. Denn wir haben hier jetzt drei verschiedene Rekuperationsstufen mit im Fahrzeug. Heißt, auch das kann man dann ganz individuell regulieren. Außerdem auch ungewöhnlich, wir haben für einen Plug-in-Hybrid drei Fahrmodi, Sport, Normal und Eco. Und obendrauf kommt jetzt auch noch ein individualisierter Modus, heißt Customized. Hier können wir halt dann das Setup vom Fahrzeug so einstellen, wie man das ganz individuell möchte. Also sehr, sehr cool. Ja, außerdem hat das Fahrzeug dann auch noch eine Wärmepumpe. Das heißt, auch hier wird dann nochmal so ein bisschen Energie aufgehalten bzw. einfach eingespart. Auch das trägt dann wieder zur Effizienz vom Fahrzeug bei. Was super schön ist, dass wir hier einige Assistenzsysteme haben. Es gibt ein upgradetes Toyota Teammate System. Teammate steht hier für die Assistenzsysteme. Heißt, wir haben jetzt ein Verkehrszeichenerkenner, einen Müdigkeitserkenner, einen Totwinkelwarner, einen Spurhalteassistent und auch sehr, sehr cool, wir können das Fahrzeug sogar ganz autonom, selbstständig in eine Parklücke einparken lassen, was natürlich auch sehr cool ist. Das Ganze funktioniert dann über eine App, kann man also auf sein Fahrzeug auch aus der Distanz zugreifen, finde ich immer sehr, sehr good to have. Apple, Android, auch das ist natürlich am Start. Die Assistenzsysteme werden dann auch over the air geupdatet, also alles auf dem neuesten Stand. Hier vorne vor mir, da haben wir so ein bisschen eine kleinere Instrumententafel mit 7,7 Zoll, meine ich, die so ein bisschen versetzt nach hinten, also sehr, sehr auf den Fahrer ausgelegt. Und hier in der Mitte, da gibt es dann nochmal ein schön großes zentrales Infotainment-Display. Auch das übrigens sehr gestochen scharf, auch die 360-Grad-Umgebungskamera, wirklich sehr, sehr cool. Ja. Ansonsten möchte ich noch so ein bisschen was zum Interior sagen. Sehr praktikabel, ein großes Platzangebot, wie ich finde, und gleichzeitig trotzdem irgendwie stylisch. Wir haben hier drin eine Ledernachbildung. Leder gibt es nicht mehr bei Toyota, aber das fühlt sich wirklich sehr hochwertig an und somit auch irgendwie ein veganes Fahrzeug. Ja, Ambientebeleuchtung gibt es natürlich auch hier drin, was super schön ist. Und man hat dann auch noch mal so ein bisschen hier drin mit den Materialien gearbeitet. Es gibt dann hier vorne an der Armatur noch mal ja, so eine dreidimensionale Optik, aber sie ist eigentlich glatt, nicht haptisch, aber sieht eben gut aus. Ambientebeleuchtung habe ich schon gesagt. Hier noch mal so ein bisschen Liebe zum Detail mit Prius, auch sehr, sehr schön. Ja, und jetzt fahren wir gerade lustigerweise in ein Stauende. Und da hat sich ein Assistenzsystem gemeldet, denn wir sollen ein bisschen aufmerksamer sein zum Vordermann. Ja, und das hat er eigentlich auch sehr angenehm angezeigt, nicht nervig oder so, sondern einfach, dass man ein bisschen besser aufmerksam sein soll und nicht so viel mit der Kamera sprechen sollte. Ein Head-Up-Display, das fehlt leider. Das wäre vielleicht noch ganz schön good to have, aber eigentlich braucht es das nicht, denn die Instrumententafel ist so weit da vorne, dass der Blick eigentlich sowieso schon da vorne ist, aber man hat sich halt irgendwie an die Standards gewöhnt. Das wäre noch ganz schön. Übrigens, das Lenkrad auch komplett neu gestaltet. Liegt super in der Hand. Hier links, da haben wir dann eher die Möglichkeit, auf die Instrumententafel zuzugreifen, auf die Assistenzsysteme, aber auch das Fahrzeug mit der Sprache zu bedienen. Das Ganze sagt man dann mit, hey Toyota, ich hoffe, er reagiert jetzt nicht. Und hier rechts, da haben wir dann nochmal die Anwahlmöglichkeiten, zum Beispiel für den Spurhalteassistent, für den Abstandsregeltempomat. Ja, alles da, was man sich so wünscht. Auf der Rückbank ist, wie ich finde, auch wirklich genug Platz, das passt gut. Ja, und ansonsten, eine Sache habe ich vergessen, man kann die Sitze sogar über eine Sitzmemo einstellen. Das heißt, wenn man sich das Fahrzeug teilt, zum Beispiel über einen Leasingvertrag, dann kann man sich hier eben die fahrenden Personen einstellen und mit einem Knopfdruck sich den Sitz einstellen. Apropos Sitz, Sitzheizung und Sitzbelüftung gibt es hier drin auch. Ja, mal schauen, ob wir noch die Beschleunigung einfangen können. Aktuell lässt der Verkehr das nicht zu, aber die Preise, die verrate ich euch auf jeden Fall noch.
Kommen wir zu meinen abschließenden Worten und an der Stelle möchte ich euch natürlich auch die Preise verraten. Den Prius gibt es in der Einstiegsvariante ab einem Preis von 45.290 Euro. Für mich hat der Prius auf jeden Fall das Zeug, zum Auto des Jahres zu werden, denn das hat verschiedene Gründe. Zum einen führt er so ein bisschen die Hybrid-Technologie-Erfolgsgeschichte der Prius-Family fort. Und das natürlich als wegweisender Plug-in-Hybrid. Wir haben hier ein super effizientes Auto, wir haben ein wirklich sehr leistungsstarkes Fahrzeug, wir haben ein tolles Design hier bei dem Fahrzeug und super viele innovative Technologien. Heißt unterm Strich ein sicheres, schönes Fahrzeug. Außerdem hat er auch den Red Dot Award gewonnen, heißt auch hier hat man das schöne Design nochmal bestätigt und ich muss auch nochmal bestätigen, für mich ist der Prius ein wirklich sehr gelungenes Fahrzeug, sehr überraschend und hat auf jeden Fall Potenzial, zum Auto des Jahres gewählt zu werden. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie er euch gefällt. Ich komme auf jeden Fall gleich mal runter und schaue, was ihr alles so schreibt. Ein Abo und Like macht mich natürlich auch immer riesig happy. Und wenn ihr jetzt Bock habt auf euren Traum-Toyota, dann schaut unbedingt mal bei unserem Leasingpartner vorbei, nullleasing.com. Danke fürs Zusehen, danke Toyota für dieses coole Auto und bis zum nächsten Mal. Thank you.